Mensch, grüß euch. Ja, Mensch, gut, dass ihr da seid. Also, mir ist jetzt gerade aufgefallen, ich bin hier gerade am Video schneiden, ne? Also das Video jetzt hier, was ihr jetzt gerade seht. Da ist mir aufgefallen, Mensch, ich habe euch komplett ohne Einleitung einfach ins kalte Wasser geschmissen. Ihr wisst ja gar nicht, worum es jetzt hier geht. Eigentlich wollten wir nämlich diese Vlogs hier auf unserem ACS-Live-Kanal veröffentlichen. Und genau dafür hatte ich auch schon eine Einleitung parat, die eigentlich vor dieses Video kommen sollte. Also ein separates Video sozusagen, wo ich euch genau erkläre, wie wir das jetzt in Zukunft vorhaben. Jetzt haben wir uns allerdings kurzfristig doch dazu entschieden, das Ganze über unseren Hauptkanal hier laufen zu lassen. Einfach aus dem Grund, damit ihr regelmäßigen Content bekommt, weil ich denke, diese Vlogs werden wir regelmäßig hinbekommen. Zusätzlich dazu könnt ihr mich bei dem gesamten Umbau zum Beispiel dieser ACS-Zentrale, so habe ich diesen kleinen süßen Raum genannt, begleiten. Das heißt, ihr könnt mir in den Kommentaren schreiben, Mensch, Julian, warum machst du das so? Bau das doch anders und so. Ein 3D-Drucker will ich noch kaufen. Das Streaming-Setup muss geupgradet werden. Der Tisch muss umgebaut werden. Es wird so viel passieren hier und ich freue mich da richtig drauf. So, und jetzt aber viel Spaß bei dem Video und lasst mich bitte, bitte in den Kommentaren wissen, wie euch das Ganze gefällt, ob euch das Format gefällt und ob ihr euch das vielleicht in Zukunft mehr vorstellen könnt. Mikrofon an. Ah, jetzt. Test. Test. Das hört sich doch schon mal ganz gut an, oder? Moin Mädels und herzlich willkommen zu unserem ersten Vlog. Vlog? Vlog? Wie auch immer man das sagt, keine Ahnung. Ich werde jetzt hier auf jeden Fall eine Reihe erstmal machen, wo wir unsere ACS-Zentrale hier mal umbauen. Weil ich meine, ihr seht ja hier auch im Hintergrund, oder ne, hier ist ja schon vieles so angefangen, ja. Also hier mit diesem Schaumstoff-Noppen-Dings, Schalldämmschutz. Da oben hängt noch eine GoPro vom letzten Stream und so. Das Streaming-Setup an sich, das kennt ihr ja schon, oder kennen die meisten wahrscheinlich schon so ein bisschen. Da werde ich nochmal ein extra Video zu machen, weil das auch nochmal ein bisschen umgebaut wird alles und so. Und das ist auf jeden Fall schon ganz geil, aber ich möchte auf jeden Fall auch noch ein bisschen was dran ändern. Und da habe ich tierisch Bock drauf, dass ich da euch einfach mal mitnehme. Und die uns schon vor den Vlogs kannten, kennen, denke mal, das wird der Großteil von euch sein, die werden sich bestimmt gewundert haben, was das da ist. Warum ist hier eine schwarze Wand anstatt so eine weiße? So, das Ding ist, der Grundgedanke dahinter ist, wenn es möglich sein sollte, dann würde ich diese Videos wenigstens gerne mal monetarisieren und dafür dürfen halt keine Waffen irgendwo zu sehen sein. Das ist nicht werbefreundlicher Content laut YouTube und deswegen werde ich die hier alle ausblenden. Beziehungsweise, ich hoffe so ringsrum. Habe ich, glaube ich, alle eigentlich weggeräumt erstmal. Und halt unsere schöne Wand, die man aus unserem Hauptkanal natürlich zu Genüge kennt, denke ich mal, die ist hier abgehangen erstmal. Da habe ich erstmal mein schwarzes Laken für genommen, womit ich sonst immer mein PC abgedeckt hatte, beziehungsweise das ganze Setup abgedeckt hatte. Wenn ich mal irgendwelche Schleifarbeiten oder sowas gemacht habe, irgendwas, was viel Dreck gemacht hat, dann habe ich das ganze Ding komplett hier so abgedeckt, damit da nicht so viel Staub überall hinkommt. Das Ding hängt jetzt darüber, damit ihr da draußen davon nichts seht, was da hängt. So, da habe ich mir gedacht, auch in Zukunft, wenn das gut anläuft, dass man da oben vielleicht nochmal zum Beispiel so eine Art Jalousie aufhängen könnte, wo man dann so einen riesen ACS-Banner, so einen riesen ACS-Schädel als Banner hier so runterfahren kann. Weißt du? Dass dann jedes Mal, wenn dann gevloggt wird, man da dann einfach diesen ACS-Banner so runterfährt und dann, ja, wenn es ein normales Video gedreht wird, fährt man den wieder hoch, ne? Total geil. Wäre auch übrigens eine super Lösung, falls eventuell Twitch sich mal überlegen sollte. Oh, das mit den Gewehren im Hintergrund, das geht gar nicht. Ja, dann können wir da halt auch einfach den Banner runterfahren. Also ich glaube, das ist eine ganz geile Lösung. Auch wenn wir sowas montieren zum Beispiel oder bauen und so weiter, dann wollte ich jetzt euch in Zukunft auch dazu mitnehmen, ne? Aber ich dachte mir jetzt in dem Video, machen wir quasi erstmal eine Bestandsaufnahme von unserer ACS-Zentrale. Wie es sich anhört, ACS-Zentrale. Komisch. Ja, hier ist ja schon einiges entstanden im Laufe der letzten Jahre. Und ich denke mal, das zeige ich euch jetzt einfach Stück für Stück. Wir haben ja eben schon angefangen hier bei der schwarzen Wand, ne? Dann legen wir hier einfach mal los, würde ich auch sagen. Zum Beispiel hier unseren Arbeitstisch, den kennen ja nun auch schon einige. Hier steht gerade noch der Laser rum, das wird auch nochmal in dem nächsten Teil vorkommen mit diesem Laser. Da will ich mich auch mal reinfuchsen. Die meisten werden dann so diese Sicht kennen, wie ich da sitze. Und Hannes filmt mich von hier aus. Der Arbeitstisch soll auch noch groß umgebaut werden. Der soll höhenverstellbar werden. Die ganzen Schubladen hier an der Seite sollen alle weg. Die Arbeitsplatte, die will ich auf jeden Fall beibehalten, weil da natürlich hier
mit den Stickern und so weiter. Das soll komplett zugestickert werden. Allerdings möchte ich hier noch so einen Chronographen einbauen, der dann so hochfährt und so weiter. Also viele, viele Features soll das Ding bekommen. So an der Seite zum Beispiel dann hier noch so eine Steckdosenleiste, die hier so dran ist und so. Und wo ich dann auf den Knopf drücke, kann ich den ganzen Tisch dann zum Beispiel hochfahren auf Stehhöhe, damit ich im Stehen dann arbeiten kann. Das will ich hier einfach weg haben, damit ich unten unterm Tisch einfach viel mehr Platz habe. Ne? Ihr seht, da habe ich schon als Blende so ein paar USB-Platten mal irgendwann dran geschraubt mit Flo zusammen. Das soll auf jeden Fall auch bleiben, der sollte geschlossen bleiben, aber dennoch soll der halt höhenverstellbar sein. Und dann will ich hier nebendran einfach so eine rollbare Werkzeugkiste haben, wie man es aus einer Kfz-Werkstatt kennt zum Beispiel. Aber das ist jetzt halt so der aktuelle Stand vom Tisch. Aber jetzt wisst ihr schon mal, dass da noch ein bisschen was dran passieren soll. Und das wird so cool. Ich freue mich da richtig drauf, das alles so umzubauen. Ne? Vielleicht baue ich die dieses Höhenverstellbare auch selber. Entweder von FlexiSpot, diese fertigen Dinger, wo man nur eine Tischplatte draufschraubt, oder ich baue das selber. Was meint ihr denn? Was wäre da besser? Schreibt es mal in die Kommentare. Ob ihr vielleicht eine Ahnung habt, wie man so einen höhenverstellbaren Tisch selber bauen könnte. Vielleicht habt ihr da noch ein paar Ideen irgendwie, die mir da weiterhelfen könnten. Das will ich auf jeden Fall auch relativ zeitnah in Angriff nehmen. Ja, jetzt geht's erstmal weiter. So, hier unser Lichtsetup. Warte mal, das kann ich mal eben anmachen. Hier oben müssen wir es aber erstmal anschalten. Das ist nämlich auch ultra umständlich. Wow, Hilfe. Das ist richtig umständlich. Immer hier über den Hocker müssen wir da oben das Licht, den Hauptschalter erstmal umlegen. Das ist auch zum Beispiel so eine Sache, die ich gern weghaben möchte. Ich möchte gerne dann hier zum Beispiel sagen, Alexa, scheiße, jetzt hat sie mich gehört. Ich möchte dann gerne sagen, mach das Videolicht an, weißt du? Und dann geht hier alles ting, 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 dann ist da alles an. So, auf sowas möchte ich hier nicht. Halt auch so ein bisschen ACS-Zentrale, Smart Home-mäßig, weißt du? So, da habe ich voll Bock drauf, ne? Ja. Die Fernbedienung, halt, die muss ich erst hier anschalten und dann einmal an. Ja, jetzt haben wir es. Ja, und da ist dann dieses riesen fette Licht, wo ich dann hier mal sitze und da reinglotzen muss. Aber es geht tatsächlich. Ne? Es blendet eigentlich fast gar nicht. Dafür ist es ja auch eigentlich gemacht worden. Ne? Aber das ist dann halt auch so kalt-weißes Licht, ne? Was mich von oben richtig schön hell ausleuchtet. Und dann ist normalerweise hier an den Seiten sind dann halt diese Halter. Ne? Die kannst du auch hier schön in der Höhe verstellen und so. Ja, geht richtig schön weit raus. So. Ja. Ich hoffe, der Autofokus kommt da gut hinterher. Und dann könnte man hier oben dann Strahler draufsetzen zum Beispiel. Ne? Beziehungsweise fürs Videodrehen sind sie halt meistens so hier unten. Weil die Strahler sitzen dann da drauf und leuchten dann immer genau. Ne, von dieser Position aus leuchten die dann immer genau in mein Gesicht und leuchten mein Gesicht schön aus. Also da hat Hannes sich schon was richtig Feines überlegt. Also das ganze Lichtsetup ist auf Hannes Mist gewachsen und hat auch schon eine gute Stange Geld gekostet. Ich habe immer zu Hannes gesagt, was? Schwachsinn, das brauchen wir doch gar nicht, alles viel zu teuer. Da können wir doch einen ganz normalen LED-Strahler nehmen und so weiter. Nee. Für diese Qualität, was dieses Licht hier bringt, ne? Ein normaler LED-Strahler hätte da definitiv nicht ausgereicht. Ne? Genau, und die Strahler, die normalerweise hier dann an diesem Gerät hier dran sind, die nutze ich ja jetzt gerade auch noch für Stream. So, genauso wie die Blackmagic, die hier hängt. Die müssen wir jedes Mal, wenn ich streamen will, was ja mehr passiert, als dass wir Aufnahmen machen, jedes Mal, wenn ich streamen will, müssen wir die Scheiße hier montieren. Und das nervt mich ultra, das nervt mich extrem. Wir müssen hier die Strahler montieren, damit ich schön ausgeleuchtet bin, obwohl das ganze Streaming-Setup schon eher dunkel ist. Aber dann jedes Mal umbauen auf das Video-Setup, also einen da dran machen und einen da hinten dran machen. Boah, das ist einfach ultra nervig. Vor allem, ich hasse Kabelmanagement. Ne? Ich hasse es, wenn so Kabel rumhängen. Und dadurch, dass die Strahler immer wieder geändert werden müssen, muss ich jedes Mal die Kabel da runterhängen lassen. Das ist eigentlich der einzige Grund, weshalb ich hier unten noch so eine Steckdosenleiste stehen habe. Ne? Sonst hätte ich die schon lange versteckt, weil ihr seht, ich habe sonst alle Kabel eigentlich ganz geil versteckt hier, bin ich der Meinung. Also mit versteckt ist eher gemeint, da oben reingestopft unter dieses Brett. Und das ist auch schon wieder das nächste Thema für euch. Und zwar können wir hier jetzt zum Beispiel ganz gut sehen, das Streaming-Setup. Während natürlich die meisten Streamer irgendwie Let's Player sind, also so Gamer sind oder sowas, ja, ist das bei uns natürlich ein bisschen komplizierter, das Ganze zu streamen, vernünftig zu streamen mit einer guten Qualität, weil
wenn wir streamen, dann basteln wir ja auch. Und wenn wir basteln, müssen wir natürlich auch dementsprechend unterschiedliche Kameraperspektiven haben. Während die normalen Gamer eigentlich immer nur eine Kamera direkt von vorne haben, mit ein bisschen Licht dazu, ist natürlich ein super einfaches Setup. Währenddessen brauchen wir halt ein paar mehr Sichten. Beziehungsweise, ich möchte halt auch viele Kameraperspektiven haben, weil ich finde, dass dann der ganze Stream viel geiler und dynamischer wird. Weil fürs normale Gaming-Stream oder sowas, da braucht man keine Blackmagic-Kamera. Ne? Das ist ein bisschen übertrieben, denke ich mal. Ja, normalerweise, wie gesagt, hängt hier dann auch nochmal an so einem Halter hier. Ja, so ein, ne? An so einem Ding. Da hängt die A6500, mit der ich jetzt gerade filme. So, und die filmt dann eigentlich immer so ein bisschen über diesen Müllhaufen. Und dann habe ich hier eigentlich auf diesem Tisch ja meine Bastelmatte liegen und noch eine weitere Kamera, die dann schön so von oben gerade auf den Tisch filmt, mit dem ich da, wo ich dann genau zeigen kann, was ich da gerade umbaue und so weiter, damit das richtig schön sichtbar ist. Und die Webcam zum Beispiel, das ist dann die nächste Kamera an sich, die Webcam. Die hängt dann hier, die filmt dann halt hier direkt das Chrono-Bild sozusagen. Mann, ich muss immer gucken, weil das auch noch aufnimmt, weil ich immer irgendeinen Knopf drücke hier, wenn ich die Kamera so halte. Ne? Deswegen halt diese mehreren Kameraperspektiven. Jetzt kommen die Doggies. Hallo! Ja. Hören Sie? Soll ich mit raus? Ja? Ey, nicht kaputt machen! Ich gehe mal kurz mit raus. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Ich war eben mit den Hunden draußen. Also mit Nancy und mit den Hunden. Ich war mit Nancy draußen. Ja, so, jetzt will ich aber die Bestandsaufnahme auch mal hier möglichst schnell hinter mich bringen. Weil ich glaube, wenn ich hier einfach nur die ganze Zeit euch irgendwas zeige und dazu quatsche, dann könnte es ein bisschen langweilig insgesamt werden für euch. Jetzt geht es erstmal mit dem Raum weiter. Das hier, das geht ja zum Beispiel gar nicht. Da steht unser Kompressor irgendwie so lieblos irgendwie in die Ecke geferkelt. Da unten ist noch irgendwie der Filter dafür mit den Spenden fürs Befüllen der Flaschen von den Jungs. Ja, Verpackungen, Ordner, ein Scheiß steht hier rum. Die Akkus sind jetzt auch nicht unbedingt fachmännisch gelagert und so. Das kotzt mich hier alles an. Dann diese hässlichen Kackrollos. Ich will die Ecke unbedingt schön haben. Da soll eine schöne Arbeitsecke hin, die Ständerbaumaschine, da steht da schon ganz gut. Der Dremel soll einen festen Platz da bekommen, aber trotzdem noch portabel sein, wenn ich das möchte. Und eine Lötstation soll da vernünftig stehen. Die Akkuladestation soll richtig geil aufgebaut werden da an der Stelle und so. Das wird auf jeden Fall auch nochmal ein ordentliches Stück Arbeit. Da bin ich mal sehr gespannt, was wir daraus basteln. Das ist hier jetzt... Es wird schon fast peinlich, euch das alles zu zeigen. Das hier ist jetzt aktuell unser Lagersystem. Beziehungsweise unser Lager. Das muss auch unbedingt verschönert werden, verbessert werden. Wie genau, weiß ich noch nicht. Wenn ihr da vielleicht irgendwie eine Idee habt, dann könnt ihr jetzt auch mal sagen in den Kommentaren, ob man da vielleicht was Schöneres, Besseres irgendwie hinbekommt. Ja, ich weiß es nicht. Mir fällt da irgendwie noch nichts so ein. Wenn ich das hier so sehe, dann wird mir auch immer schlecht. Leere Kartons, damit ich zum Beispiel Giveaways rausschicken kann und nicht jedes Mal einen neuen Karton kaufen muss dafür und so. Floßecke zum Beispiel. Gut, jetzt gerade ist es mal ziemlich unordentlich. Aber normalerweise hat er das eigentlich relativ gut aufgeräumt. Ja, das ist zum Beispiel alles noch Zeug, das gehört meinem Bruder. Hier ist noch unsere Carrera-Bahn vom Carrera-Stream in dem großen Karton hier. Hier habt ihr auch bestimmt schon gesehen. Ist auch noch der andere kleine Karton mit der Carrera-Bahn. Das muss alles noch wieder weggeräumt werden. Irgendwo, ich weiß nicht, Keller, Garage, ey. Ich habe einfach übelste Platzprobleme. Aber somit habt ihr jetzt schon mal einen kleinen Eindruck von einem gehabt. Ich hoffe, ihr findet das ganz cool, dieses Format. Wir sehen uns dann öfter hier. Versuche auch die Videos komplett alleine irgendwie zu schneiden, ohne dass Hannes dabei ist. Also wenn irgendwo mal ein Schnittfehler ist oder sonst was, dann verzeiht es mir bitte. Ja, das ist mein erstes Mal. Ja, ich hoffe, dass ich es schaffe, die irgendwie wöchentlich zu machen. Wenn denn irgendwie Material da ist, um das wöchentlich machen zu können. Müssen wir mal gucken, wie wir das so hinkriegen. Aber ich versuche es so regelmäßig wie möglich irgendwie hochzuladen. Ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.